Schmerzen sind ein großes Problem bei dieser Erkrankung. Wichtig ist natürlich auch zu wissen, was in einer Notfallsituation zu tun ist, wenn es plötzlich zu Schmerzen kommt. Und das ist sicher auch eine Situation, wo man als Patient nicht sollte zum Medikamentenschrank greifen und sich einfach mal selber behandeln, wenn der Schmerz stark, unbekannt, bedrohlich wirkt. Bei chronischen Schmerzen ist eine engmaschige ärztliche Betreuung wichtig. Dabei ist nicht nur eine medikamentöse Therapie wichtig. Aber generell gilt, man sollte immer versuchen, andere Alternativen einzusetzen. Die häufigste Frage dann von Patienten mit chronisch entzündlichen Darmkrankheiten ist, ja, wenn ich die NSAIR nicht kann einsetzen kann, welche kann ich dann sonst einsetzen? Ärzte sind vermehrt spezialisiert und die meisten Ärzte, die sich nicht mit dem Thema beschäftigen, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, die wissen eben nicht, dass gewisse Schmerzmittel gefährlich sind und Schübe können auslösen. Das heisst, es ist wichtig, dass Sie als Patient das besonders gut wissen. Doch leider gibt es bestimmte Schmerzmedikamente, die man nicht einsetzen darf. Und auf dem unten eingeblendeten Link, das ist eine Liste von Medikamenten, die Sie, wenn möglich, sollten, nicht einnehmen, wenn Sie eine chronisch entzündliche Darmkrankheit haben, weil die Medikamente könnten zu Schüben führen.